Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play 415 Karrieremodus mit Mainz 05. Ja, da hätten wir es jetzt auch. Mann, was ein langer Satz. Ja, wir befinden uns auf Tabellenplatz 4, wie wir sehen, mit 60 Punkten. Vor uns nur der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Also so wirklich, also der Schalke. Ich glaube, die schaffen wir. Zumindest werden wir noch einen überholen, da wir direkt gegen Bayern spielen. Und das wird auch das... Ne, das wird das letzte Saisonspiel, glaube ich, sein. Ich spule mal vor... Da geht es gegen den ersten FC Köln. Wo befinden die sich denn in der Tabelle? Sind die vielleicht gefährdet? Nee, sind sie nicht mehr. Da ist eigentlich schon relativ alles entschieden. Paderborn, Freiburg und Augsburg machen doch den Relegationsplatz unter sich aus. Aber Köln ist wohl gesichert. Okay, aber bei uns oben ist es noch spannend. Ihr seht, es bis Tabellenplatz 5 kann da noch alles passieren. Auch nach oben hin. Also auch Wolfsburg könnte noch Meister werden. Ja, ja, muss man auch sehen, ne? Okay, schauen wir uns einmal die Mannschaft an. Ist da jetzt alles okay? Also, ja, von der Fitness her sieht das sehr, sehr gut aus. Nehme ich Wechsel vor. Nee, das sieht alles sehr gut aus. Pausen immer noch verletzt. Das nervt mich ein wenig. Weil ich würde gerne den Pausen öfter spielen lassen. Aber ich habe ja noch hier einen Wollscheid. Könnte ich den Wollscheid in die Innenverteidigung einmal bringen? Ja, komm. Das bringt mir vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wir können uns dafür auf die Bank einmal. Vielleicht für den Bell. Aber dann ist das gut. Damit kann ich leben. Ja, möchte ich speichern. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder, wenn es heißt FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Köln. Und da geht das Spiel auch hoffentlich gleich los. Ja, wir mit Mainz gegen den 1. FC Köln. Wir haben Anstoß. Ja, spielen wir mit Juricic hinten auf Hofmann. Werden wir diesmal ein bisschen Passspiel so aufziehen. Köln könnte ja so ein Gegner sein. Oh, lauf doch. Nee, da läuft er nicht. Ich dachte, wenn ich ihn schon mit RB schicken möchte, ja, dann läuft er auch, aber er lief nicht. Komm, ran da. Oh nein, das ist doch nicht wahr jetzt. Okay, die erste Chance war da für Köln, aber es war auch keine richtige Chance. Ich weiß sogar nicht, war das Osako? Okay. So, über außen, Hofmann. Aber zurück. Vier geben. Komm dichter. Ach, den Trick soll er gar nicht machen. Mann. Was ist es denn wieder, ne? Was ist es denn? Jawohl! Der Geist kann sich da nicht durchsetzen. Komm schon. Wir spielen jetzt mal hinten rum. Müssen wir im Mittelfeld ein bisschen abwarten, bis wir pressen können. Vorne will ich noch nicht direkt pressen. Weil denn genau sowas passiert. Diese Lücken, okay. Oh nein! Oh, das ist ja jetzt ärgerlich. Okay, einmal rausgehauen. Juricic, Kopfball kommt nicht an. Ach, da wird doch eh nichts. Das wird doch nichts. Nicht mit mir, ich bin hier Mainz 05. Okay, aber ich hätte jetzt auch mal gerne eine ordentliche Torchance. Nochmal. Oh, da wurde ich aber ordentlich aufgehalten. Hier gibt es hier noch nichts, ne? Kein Platz hier. Ja, sehe ich auch so. Lauf doch mal durch da! Warum läuft da keiner? Oh nein, so nicht. Och, komm schon, da habe ich mich auf den Naschen lassen. Oh, das ist das Ding noch nicht. Also irgendwie sind meine Laufwege nicht so toll, deshalb mache ich das jetzt mal ein bisschen offensiver. Ich hätte gerne bessere Laufwege von meinen Spielern. Ach komm, da kannst du nichts machen, ne? So.
Manchmal habe ich halt das Gefühl, dass auf Weltklasse nochmal sich ganz anders verhalten. Also die eigenen Leute, nicht die gegnerischen, das ist klar. Aber ich sieht ja gar nicht so gut aus wie bei mir. Och, also das, ich bitte dich, was ist denn das? Okay, 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 L2, L2. Also LT meine ich spiele hier auf der 360. Ja, auf der 360, auf der One, hallo? Auf der 360, ja, schön wär's, ne? So. Ich komme hier zu keinem richtigen Zug. Zu gar nichts komme ich hier. Das nervt total. Jeder Ballgewinn, der ist schon so... Ja, komm, das war jetzt auch noch faul. Da darf ich gar nicht rangehen, sonst... Ja, jetzt habe ich wieder ran. So, oh, jetzt mal, komm. Ein bisschen mit Tempo hier rausspielen. Der Grätsche auch schon direkt rein. Ach, nochmal hinten rumspielen. Und da läuft sich hier überhaupt nichts frei. Aber da stehen die so gut. Schon. Oh, setz dich doch mal durch. Setz dich durch. Oh, faul. Zum Glück hat er den Ball erwischt. Ne? Sonst hätte ich ja gesagt, alter Schwede, das ist ein Foul. Ja, und nochmal. Einwurf. Vielleicht jetzt nochmal eine Chance irgendwie rausarbeiten. Das wäre super toll. Ja, wird abgeblockt. Oh, wieso habe ich nicht geschossen? Wieso habe ich nicht... Oh! Gott, geh rein! Geh rein! Jawoll! Da ist das 1-0 für mich. Oh, ist das geil. Bringt ihn noch über die Linie. Sau geil. Sau geil. Man muss auch sagen, absolut verdient, ne? Ah, damit war ich mir meine Titelchancen fürs Erste. Ah, hoffentlich geht das noch weiter. Wie schaut das aus? Sind meine Spieler hier. Nö, sind noch nicht doll K.O. Das heißt, ich kann das später vielleicht noch nachlegen. Aber jetzt ist da alles in Ordnung. Alter Schwede, ey. Ah, ist das schön. So, weiter geht's hier. Osako mal wieder am Ball. Der bringt den Ball nach außen zu Halfa. Aber alles cool. So, Alagui und da spielt ihn weiter. Zack, zack, zack. Da wollte ich ihn gar nicht mehr hinspielen, ne? Das ist doch... Wenn sie diesen Schritt zur Seite machen, das ist echt immer... sehr, sehr gefährlich, was denn da für ein Pass danach kommt. Du warst abseits, mein Lieber. Du warst abseits. Und da passe ich nach vorne, laufe entgegen. Okay, 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 okay. Oh! Scheiße. Oh, scheiße, wollte ich nicht sagen, es tut mir leid. Da wollte ich den Pass aber noch direkt danach bringen, in die Spitze. Wäre wohl gefährlich geworden. Okay, einmal abgedrängt. War es faul? Nein, war es nicht. War nur sehr schön abgedrängt. Okay, der Vogt geht raus. Matuschik kommt. Aber, oh nein. Also bei Regen darf sowas nicht, also wenn es nicht gerade regnet, dürfte sowas nicht passieren. Und es regnet ja bekanntlich gerade nicht. War abseits? Also, nein, wo war das denn faul? Also ich bitte dich, ich kann mich doch auch nur da irgendwie bewegen. Hallo, Herr Preil. Und wegköpfen und... Nein, 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 nein. Ja, das wird doch mal überhaupt nicht gefährlich. Also wenn das so weitergeht, würde ich sagen, kriege ich kein Gegentor. Aber... da muss ich Köln was einfallen lassen. Ach, da setzt er sich... Gerade wo ich den Ball bekomme, dann ist er vorne mal abseits. Da kann ich auch nicht mehr anspielen. Oh! Nee, jetzt spielen wir in der Mitte. Ach, da ist er gerade abseits. Was soll denn das? Geh nochmal vorne, vorne pressen, 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 pressen!
Ja, komm. Da macht ihr natürlich alles richtig. Lasst euch nicht unter Druck setzen, ne? Ihr seid ja nur Köln. Hier mitlaufen. Jawohl. Ey, den wollte ich gar nicht mehr. Nein. Alles cool. Drücken steht er. Zack. So was beeindrucken könnt ihr hier. Ja, jetzt habe ich mich durchgesetzt. Jetzt habe ich mich durchgesetzt. Foul! Jawoll! Dickes Foul, die ganze Zeit hält er mich. Das wäre hundertprozentig ein Tor geworden. So. Und jetzt muss ich das Ding einfach nur noch nutzen hier. Juricic. Okay. Jetzt mach ich ihn rein. Jawoll! So macht man Tore. Da können die Torhüter nichts machen. Blam. 2:0 für mich. Ich würde sagen, das war ja eine 75. Minute. Die Vorentscheidung für mich. Auch ein wunderschönes Tor. So schießt man Elfmeter, ne? Klar, manchmal wird es zu knapp und die gehen dann leicht drüber. Aber das Risiko nehme ich gerne in Kauf. Also die Wahrscheinlichkeit ist viel größer geworden, seitdem ich so die Tore mache. Oh. Die Elfmeter, die Tore kann man ja noch nicht sagen. Okay. Jawohl. Oh, der wurde aufgehalten und rennt nicht mehr. Und zack! Nein! Das war eine schöne Chance. Und am 16er steht er. Nein! Komm! Oh! Jetzt nochmal. Komm! Jawohl! Das ist das 3:0 für mich! Oh, sehr schön gespielt, Übersicht behalten. Und da ist es der Geist, wa? Jawohl! Guckt euch das an. Schön Übersicht behalten und dann einfach reingeschlänzt das Ding. 3:0, okay Köln, jetzt kannst du mir wirklich nichts mehr. Vielleicht kriegen wir noch einen obendrauf, weil Köln jetzt die Moral verliert. Eventuell, ne? Wer weiß hier das schon. Oh, nein. Ach, das ist... Okay, er überholt mich nicht. Nein. Ah, komm. Gehen wir nach außen hier. Ist in der Mitte irgendwas frei? Foul? Hallo? Okay, ich könnte ihn hier direkt anpacken. Na, jetzt nicht mehr. Kann ich auch direkt probieren. Wen haben wir denn da als Schützen? Ach Gott, ich nehme mal Juricic. Okay, Juricic. Jetzt machen wir das Ding rein. Oder nicht? Nein, ich will lieber in der Ecke, weil Ecken sind ja sowieso viel cooler. Ich bitte euch. Wen haben wir denn in der Mitte? Egal, denn der geht rein hier. Zack! Okay, noch nicht. Foul. Und die Position ist viel besser. Ich sag euch das. Dann nehmen wir jetzt Kuh. Oh, dann machen wir ihn mal so rein. Oh, hoffentlich geht er hier im Pfosten. Oh, genau das passiert, ne? Aber habe ich... Nein, warum dreh ich ihn ab, wenn ich den Ball habe? Das war nicht gut. Okay, und drüber laufen. Nein! Das wär 2:0 geworden. Oh, aber zum Schluss war ich doch sehr, sehr überlegen. Also das 3:0 geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Aber ich hätte ein paar Tore mehr machen müssen. Beim Freistoß eben gerade, da wusste ich, dass er an den Pfosten geht. Ich habe nicht weit genug rumgezielt. Ah, leider, aber 3:0 ist doch super. Schauen wir mal weiter, was da die Statistik. Ja, okay, die spricht eindeutig für uns, auch wenn der Ballbesitz nicht so toll war. Wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr durch die Chancen. Ja, okay, wie haben sie denn gespielt? Hat Dortmund? Dortmund hat gewonnen. Okay, da komme ich also nicht mehr ran. Das heißt, ich werde kein Meister mehr. Bayern hat auch gewonnen. Okay, ich muss es aus eigener Kraft jetzt. Ich weiß gar nicht, wie das Torverhältnis ist. Angebot zurückgezogen, Pressekonferenz. Alles gut, brauche ich auch nicht.
letztes Spiel gegen Bayern. Also Quali von der Champions League habe ich sicher. Also vierter Platz ist auf jeden Fall sicher. So schaut das Ganze hier aus. Gucken wir mal, Torfeld an Tordifferenz. Oh nein, das schaffe ich auch nicht mehr. Die Tordifferenz, die kriege ich nicht mal eingeholt, sehe ich gerade. Das sind 16 Tore. Das heißt, ich müsste irgendwie 9-0 schon gewinnen. Weil die viel mehr geschossene Tore haben als ich. Und ich glaube, 9-0 gegen Bayern wird schwer. Klar, also kann man schaffen, aber ein dritter Platz reicht mir auch, wenn ich das schaffen sollte. Naja. Zumindest den Bayern irgendwie versauen, dass die Meister werden. Ja, lieber Dortmund gönnen, ne, bloß die Bayern nicht. So. Naja, ich würde sagen, ich bedanke mich mal wieder für diese Episode. Schaut beim nächsten Mal auch wieder rein und dann ist das Saisonfinale gegen Bayern München. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.